Eine internationale Forschergruppe untersuchte die Daten von über 99 Millionen Geimpften aus 8 Ländern, um die häufigsten Nebenwirkungen der Corona-Impfung zu ermitteln. Deutschland war nicht Teil der Ländergruppe. Die Studie konzentrierte sich auf die drei am häufigsten verwendeten Impfstoffe: Comirnaty von BioNTech/Pfizer, Spikevax von Moderna und Vaxzevria von Oxford/AstraZeneca. Die Forscher beobachteten unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse, die innerhalb von 42 Tagen nach einer Impfung auftraten. Diese wurden von der Initiative Safety Platform for Emergency Vaccines formuliert, um die Sicherheit der Impfstoffe zu beurteilen. Darunter fallen neurologische, hämatologische und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Die Studie bestätigt, dass sich neuronale Beschwerden vor allem beim AstraZeneca-Impfstoff und dem Moderna-Impfstoff häuften, während muskuläre und Herz-Kreislauf-Beschwerden vor allem bei der mRNA-Variante von BioNTech zu beobachten waren. In allen Fällen traten die Nebenwirkungen zwar in signifikantem Maße auf, also so häufig, dass ein Zufall ausgeschlossen werden kann, dennoch blieb die Beobachtung der Beschwerden sehr selten. Die Forscher betonen, dass das Risiko einer Impfung im Vergleich zum Risiko einer Corona-Infektion betrachtet werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Corona-Infektion dieselben Beschwerden zu erfahren, sei demnach um ein Vielfaches höher.